Damme lässt in diesem Jahr zum 400. Mal die Narren los. Mitten in der Stadt steht der Narr auf einer Säule und beobachtet das närrische Treiben. Die für norddeutsche Verhältnisse überraschend lange Tradition der Dammer Fastnacht ist im Jubiläumsjahr 2014 sowohl für die Dammer Karnevalsgesellschaft von 1614 e.V. als auch für das Stadtmuseum Damme ein Anlass, einen der vier ständigen Ausstellungsbereiche dort zu erweitern und vor allem in seiner eigenen Ausprägung zu verdeutlichen. Eine mobile Beratungsstelle für ratsuchende Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus dem Ausland bei Fragen rund um die Arbeit in Deutschland wurde heute hier vor dem Kreishaus in Vechta vorgestellt.
Zur Präsentation des Kleinbusses kam aus Hannover Wirtschaftsminister Olaf Lies. Ja, meine Damen und Herren, ich begrüße Herrn Minister Lies hier im Kreishaus in Vechta zur Eröffnung der Beratungsstelle für rumänische Werksvertragsarbeiter und hier unten vor dem Rathaus, vor dem Kreishaus steht ein Bus. Der Bus ist dazu da, die Werksvertragsarbeiter aufzusuchen, denn die Beratungsstelle wird ja in Oldenburg sein und viele Werksvertragsarbeiter werden nicht nach Oldenburg kommen und daher dieser Bus, der dazu dient, die Werksvertragsarbeiter aufzunehmen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben gleich sicherlich noch Gelegenheit, dass sich alle auch noch mal im Detail vorstellen können. Erstmal herzlichen Dank dafür, dass wir hier bei Ihnen sein dürfen. Ich glaube, dass das ein ganz, ganz wichtiges Signal ist. Weil es das Signal ist, dass wir uns nicht vor den Problemen verstecken und den Versuch unternehmen, nicht darüber zu reden, damit sozusagen kein schlechtes Licht auf uns fällt, sondern dass wir uns der Verantwortung stellen. Und deswegen finde ich, ist das nicht selbstverständlich, dass auch der Landkreis Vechta sagt, wir machen das hier, weil er natürlich auch damit offenkundig zeigt, es gibt doch ein Problem. Und dieses Problem müssen wir angehen. Ich finde, das ist ein riesiger Bewusstseinswandel, der stattgefunden hat, weil ich mich noch sehr genau an viele Diskussionen erinnern kann und Zeiten erinnern kann, auch im Parlament, wo eigentlich eher der Versuch unternommen wurde, sozusagen das Problem klein zu reden, als würde es das gar nicht geben, anstatt offen zu bekennen, welche Probleme wir haben, damit wir auch entsprechende Lösungen auf den Weg bringen können. Deswegen bin ich sehr froh, dass wir das hier machen können, sehr froh, dass wir heute die Gelegenheit haben, sozusagen einen weiteren Schritt, einen weiteren Baustein darzustellen und deutlich zu machen, mit dem wir dem begegnen wollen, was wir leider eben auch mit vielen erschreckenden Bildern gerade im letzten Jahr und auch in den Monaten davor erleben mussten. Ich finde, dass sozusagen das Bild von Deutschland erzeugt wird, hier ist das Niedriglohnland. Das ist falsch. Wir sind hier ein hochinnovatives, zukunftsfähiges Land und deswegen schließe ich ab mit dem, was ich unten gesehen habe, nämlich Ihre Ausstellung zum Thema Chemie, dem, was Sie mir zum Thema Nanotechnologie gezeigt haben. Das macht doch unser Land aus, dass wir zukunftsfähig und innovativ sind und den Bereich, den wir an anderer Stelle auch haben, das ist auch gut so in der Fleischverarbeitungsindustrie, der muss anständig bezahlt sein, da sind wir auf den auch stolz, aber das muss die Grundvoraussetzung dafür sein. Herzlichen Dank, dass Sie heute da sind. Herzlichen Dank nochmal, Herr Landrat, dass wir hier bei Ihnen sein dürfen. Und ich freue mich, dass wir die Gelegenheit haben, jetzt auch in die Inhalte unserer Beratung zu kommen. Wir bedanken uns recht herzlich bei Ihnen. Ja, gerne. Wir hoffen, dass das... Alle, ja. Genau. So. Guter Gott, du hast uns für ein Leben in Gemeinschaft geschaffen. Auch dieses Verkehrsmittel, das wir heute in Betrieb nehmen, soll uns helfen, zueinander zu finden. Wecke unseren Sinn für das, was wir einander schuldig sind. Lehre uns Verantwortung, Rücksicht und gegenseitige Hilfe, damit wir das Wort des Apostels Paulus erfüllen, einer trage des anderen Last. Segne und schütze alle, die sich dieses Verkehrsmittels bedienen, bewahre sie vor Gefahren, führe sie sicher ans Ziel und gib, dass alle, die hier Rat suchen und Rat schenken, durch deine Hilfe und von deinem Segen begleitet werden. Ja. Vorsichtiges Fahren. Und das ist ja hochpräzise. Ja. Sehr gut. So, Dankeschön. Ja. Es knarrt. Sie haben eine Waffe. Ich wollte gerade die Wohnung ausrauben. Wollen Sie das immer noch? Nein, will ich nicht. Dann gebietet es jetzt wohl die Höflichkeit, Ihnen eine Tasse Tee anzubieten.
Sie stehlen Sachen. Ich stehle Sachen, ja, gelegentlich. Ich hatte unlängst eine kleine Meinungsverschiedenheit mit meinem Arbeitgeber. Peter Lake, ich will ihn umbringen, sodass er für immer tot bleibt. Was war das Beste, was Sie je gestohlen haben? Ich habe das Gefühl, dass ich das noch stehlen werde. Sie sind unfassbar schön. Was empfinden Sie für Beverly? Wissen Sie über Ihren Zustand Bescheid? Sie stirbt. Wenn du mich jetzt nicht liebst, wird es niemand mehr tun. Ich schwärze Seelen und zerstöre Wunder, solange ich denken kann. Deine Liebe bringt Wärme in die Welt und Licht. Deine Liebe kann sie retten. Du wirst aber niemanden retten. Ich hab dich umgerannt. Alles klar? Ich bin Abby und wie heißt du? Ich weiß es nicht. Ich kann mich, solange ich denken kann, an nichts erinnern. Danke für die Hilfe. It made me think of you. It made me think of you. Beverly. Ihr Name war Beverly. Was passiert hier? Warum bleib ich am Leben? Vielleicht hast du noch etwas zu erledigen. Er ist weder Engel noch Dämon. Nein! Wie kann er noch am Leben sein? Man jemanden so sehr lieben, dass er einfach nicht sterben kann? Du kommst spät. Weißt du, Peter, nichts geschieht, was nicht geschehen soll. Ich will dir mal was zeigen. Diesen Rembrandt hier. Menschen aus aller Welt kommen her, um ihn zu sehen. Ja, er ist gut, ja. Ist eine Fälschung. Komm schon, das ist absolut unmöglich. Die Leute glauben das, was sie glauben wollen. Denn der Kerl, der das gemalt hat, war so gut, dass es echt scheint. Und zwar für alle. Wer ist jetzt der Meister? Der Maler oder der Fälscher? Schon in der Telefonzelle fremdes Geld eingesteckt. Jeder klaut. Ich habe nur dickere Eier als du. Good times, bad times, you know I've had my share.